Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss mir gleich als erstes mal die Haare machen. Ich drehe heute einen Vlog. Wir sind in Quarantäne noch. Das ist, glaube ich, Tag 7 oder so. Also Karl und ich dürfen uns heute freitesten. Hoffentlich klappt das auch. Tim ist schon freigetestet und wenn ich meine Haare gemacht habe, erzähle ich euch mehr, wie es dazu kommt und so weiter. Haare sind das erste Mal wirklich seit der gesamten Quarantänezeit, glaube ich, gemacht. Ja, und während ich jetzt hier mal so meine Wäsche sortiere, kann ich euch ja mal erzählen. Also, wir hatten alle Corona und bei Karl war wirklich, wie bei Kindern halt generell, so ist ganz geringer Verlauf. Also, er hatte einen Abend erhöhte Temperatur und das war es dann auch. Also, ihm ging es die ganze Zeit super. Mir eher nicht so und Tim auch nicht so, also uns hat es schon erwischt gehabt. Und Tim ist schon freigetestet, weil der war einen Tag eher beim PCR. Und ich und Karl, wir dürfen uns heute hoffentlich freitesten, also hoffentlich klappt es auch. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte die ganze Zeit mir so vorgenommen, einen Vlog zu drehen, aber am Anfang ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Und dann war es so, weiß nicht, du machst plötzlich halt ganz viele andere Sachen. Ich musste dann, als ich wieder konnte, Uni-Zeug machen und so weiter. Also du hast gar nicht so viel Zeit in der Quarantäne. Wenn es dir gut geht, fallen dir nämlich tausend Sachen dann ein. Also wenn es dir wieder gut geht, fallen dir tausend Sachen ein, die du machen willst, sollst, keine Ahnung. Ich habe auch fleißig ein paar Sachen online bestellt. Zum Beispiel ein neues Bücherregal für Karl. Das müsste die Tage kommen. Das zeige ich euch dann, wenn wir es anbringen. Und wir haben schon mal ein paar Sommersachen und so bestellt. Also da saß ich mit Karl zusammen dann da und er hat sich auch ein bisschen was selber ausgesucht. Und da müsste theoretisch heute eins von zwei Paketen kommen. Vielleicht auch zwei, wer weiß, wäre cool. Und das zeige ich euch auf jeden Fall auch. Genau, also heute ist nochmal so ein bisschen Haushalt und dies und jenes. 16.15 Uhr ist unser Termin zum Freitesten. Und ja, wenn das klappt, dann geht es am Morgen wieder richtig los. Aber nur noch für eine halbe Woche und nächste Woche fahren wir in den Urlaub. So, ich bin am Frühstück machen. Wie ihr seht, existiert unsere kleine Kaffeemaschine noch. Da haben wir noch so ein paar von diesen Pads, die müssen wir erstmal noch alle machen. Wir haben jetzt aber schon ziemlich häufig unsere neue Kaffeemaschine benutzt, sind sehr, sehr zufrieden damit. Der Paketbote hat geklingelt. Das ist immer noch komisch, da an dieses Klingelding daran zu gehen. Und dann, vor allem bei dem Paketboten von DHL, der fragt immer, ob man ihm entgegenkommen kann, ein Stück. Und ich muss jetzt sagen, nein, wir sind in Quarantäne. Ja, ein großes H&M-Paket ist gekommen. Ich suche die Öffnung. Ach hier. Wir haben als erstes hier, das sieht aus wie ein 5er-Pack Unterhemden. Das sind Unterhemden in verschiedenen Farben. Also das ist weiß. Ja, alles so Grüntöne, Grautöne und hier so ein Türkiston. Ich würde mich freuen, wenn du mal eins anprobierst. Das hier ist das Unterhemd, was er jetzt gerade anhat. Eine Größe kleiner. Und wenn wir das hier raufhalten, ja, sieht man, glaube ich, einfach deutlich schon den Unterschied. Dass wir die auf jeden Fall behalten werden. Ach nee, wir haben noch einen Unterhemdenpack. Selbe Größe. Da haben wir ein Set. Das müssen wir gleich mal anprobieren. Das besteht aus einem Tanktop, glaube ich. Ja, hier ist ein Tanktop. Ein T-Shirt mit Dinosauriern und Avocados und sowas. Und eine Hose. Das T-Shirt kannst du mal vorsichtig anprobieren, ja?
Das ist der Nachosaurus. Was? Das ist der Nachosaurus. Der hat Nachos auf seinem Rücken. Kali, komm mal her, wir probieren es mal an. Mami? Mhm. Ich müsste dir mal was zeigen. Hier sind sogar mehrere. Ich weiß, komm her. Mehrere. Und der Tacosaurus, das ist richtig geil. Ich finde das mega. So. Das kannst du auch mal, jetzt kannst du hier mal neben mich kommen und mal zeigen, wie du es anhast. Ja, wow. Wow. Hinstellen. Der Karl hat eine neue Frisur bekommen in der Quarantäne. Ja, das wird es auf jeden Fall. Mami. Lass das mal. Das passt auf jeden Fall noch ein Stückchen. So, geh mal wieder rüber. Wir machen mal einen Haufen mit Sachen, die passen. Jetzt kannst du nämlich noch das Tanktop anprobieren. Mami, guck mal, was der hier drin hat. Das ist der Tacosaurus. So, okay. Hier passt. Nächstes. So, hier haben wir Socken. Die muss ich auch gleich mal auspacken. Die sehen natürlich riesig aus. Karl probiert in der Zeit mal die Hose noch vom Nachosaurus an. Und tja, die Socken kann ich eigentlich auch so auspacken. Das sind Wochentagssocken. Können wir mal Socken, ne? Du kannst auch gleich mal, ich schneide die gleich mal ab. Die sehen so groß aus, die passen auf jeden Fall. Hier, Socken anziehen. Mami, bin ich aber jetzt gespannt. Was ist das für ein Wochentag? Montag, dann haben wir hier noch Dienstag und Mittwoch und Mami, müsst ihr Donnerstag. Wissen, was jetzt für ein... Heute ist Mittwoch und das sind aber die Montagssocken. Zieh die mal bitte an. Aber wir wollen Wochen. Wenn Wochentag ist, Die von heute oder was? Ja. Also Mittwochssocken willst du anziehen? Mittwoch, ja, hier, weil heute Mittwoch ist. Wow. Jetzt haben wir ein sehr, sehr penibles Kind, was das Thema angeht. Das nächste ist ein Dreierpack mit Tanktops. Hier. Das kannst du gleich mal anprobieren. Mami, da reden. Dann ist hier noch ein grünes. Und Melone. Zieh's doch mal an. Und was steht hier drauf? Okay, das ist auch lustig. Mami? Soll ich dir helfen? Hier haben wir noch ein zweiteiliges Set mit einer kurzen Hose. Die Schuhe kommen in dem anderen Paket, Karl. Müssen wir dann gleich nochmal gucken, wann das kommt. So. Und zwar haben wir hier ein Tanktop. Was steht da drauf? NASA. Was? Und NASA. Und eine Hose. Die Hose sieht von der Größe genauso aus wie die andere mit dem Nachosaurus. Also wird die auch noch ein kleines bisschen groß sein. Und das Tanktop kannst du mal anprobieren. Das sieht aber auch so aus wie die anderen Tanktops. Komm mal her. Oh, hier sind Unterhosen. Die sind auch Wochentag. Die sind aber riesig. Ich habe jetzt noch eine andere Packung Unterhosen. Das ist auch 98,4. Also die sind auch ziemlich riesig. Ziemlich, ziemlich riesig. Du kannst ja mal eine hier drüben anprobieren. So, ich zeige es euch natürlich trotzdem. So ein Set hier mit Bienen. Mami, hier ist eine große Biene. Hier ist eine große Biene. Ja. Okay, die sind noch zu groß. Okay, du kannst dich jetzt wieder komplett anziehen, deine normalen Sachen. Hier. Der Nachosaurus. Nachosaurus. Genau, das war jetzt ein Teil der Bestellung. Tja, und laut DHL kommt das andere Paket auch noch heute. Ich weiß, dass da auf jeden Fall noch Schuhe drin sind, die Karl sich selbst ausgesucht hat. Und ein T-Shirt oder zwei. Mehr weiß ich nicht. Ich bin selber, also ich lasse mich selber überraschen, bin sehr gespannt. Und ja, ist auf jeden Fall schon mal ziemlich viel coole Sachen, die wir jetzt haben. Wir brauchen noch kurze Schlafanzüge. Die würde ich aber dann auch erst kaufen, wenn es wirklich soweit ist. So. Ein Paket! Ja, das zweite Paket ist da. Als erstes mal die Schuhe. Die zeige ich euch gleich. Dann kannst du die nämlich anprobieren. Was ist das? Das sind die Schuhe, die du dir ausgesucht hast. Also das sind so Sandalen. Und was ist das? Setz dich mal hin, dann kannst du die anziehen. Du musst die nur hier aufmachen. Ich mach das. Ja. Wow. Okay, hier kann man die auch aufmachen. Karl hat sich da... Also ich hatte andere, die ich schön fand. Aber im Endeffekt war mir das dann auch wieder ein bisschen egal. Also nicht im negativen Sinne, sondern ich habe dann gesagt, naja, dann such du dir halt einfach welche aus, weil er muss die anziehen und Hauptsache er hat Sandalen. So, wir haben noch ein T-Shirt.
Das ist vermutlich genauso groß wie das andere, also das wird auch auf jeden Fall passen. Und noch ein T-Shirt. So. Ja, und das war's. Also eine Wäsche, die ganzen dunklen Sachen sind schon gewaschen. Jetzt schneide ich hier noch schnell die Schilder ab. Die hellen Sachen, also die so ganz weiß und so, das wäscht gerade. Und dann wasche ich noch das hier. Alles bunt und ja. Dann, Mami, guck mal. Ja, dann ist alles sauber und kann angezogen werden. Einen wunderschönen guten Morgen. Nächster Tag und ich bin immer noch nicht freigetestet, weil mein Test noch positiv war. Das finde ich ziemlich, ziemlich ungut. Karl ist freigetestet, dürfte raus, kann jetzt aber nicht, weil ich halt hier noch nicht raus darf und morgens nochmal versuche mit Freitesten. Tim ist heute auf Arbeit, also wir sind nach wie vor in Quarantäne. Und ja, ich dachte, ich nehme euch heute noch mal ein bisschen mit. Heute kommt eine Kochbox und ja, mal gucken. Ich werde bestimmt noch irgendwas aufräumen, sauber machen, keine Ahnung. Also es gibt, glaube ich, noch genug zu tun. Aber auf jeden Fall, also es war gestern echt schön, mal rauszukommen für den Moment zum Testzentrum. Zu fahren, also und das tolle Wetter und alles. Aber jetzt bin ich wieder drin, auf dem Balkon ist auch noch keine Sonne, also ich könnte mich nicht mehr irgendwie raussetzen. Ansonsten musste ich warten, einfach bis die Quarantäne fertig ist, also aufgrund der Zeit, wenn ich es nicht schaffe, mich vorher frei zu testen. So, also, ich hatte ja erzählt, wir fahren in Urlaub nächste Woche und da wollte ich vorher nochmal unser Bettzeug waschen. Die Aufgabe werde ich jetzt angehen. Erst muss ich das Fenster zumachen und dann das Bettzeug abziehen. Und ich habe das bestimmt schon mal erzählt. Also wir haben nur einmal Bettzeug, also Bezüge, weil... okay, da unten sind Leute, die in Urlaub fahren wollen. Und ich glaube, das Auto ist zu klein und die streiten sich gerade, weil das Gepäck nicht da reinpasst. Ich würde so gerne filmen, aber ich glaube, das darf ich nicht. Wegen Recht am eigenen Bild und so. Es ist total lustig, es ist das Klischeehafte. Die haben so einen kleinen Auto, ein kleines Auto, also eigentlich so klein wie wir, halt wie den Golf, ne? Schön noch einen Kasten Bags im Kofferraum. Was geht ab, ey? Es ist zu lustig. Okay, die haben mich abgebracht. Ich wollte sagen, wir haben nur einmal Bettzeug, weil ich finde es halt schwachsinnig, irgendwie da mehr Bettzeug zu haben. Weil wenn wir das waschen, dann ist es so... Wir tun das in die Waschmaschine und dann in den Trockner und dann können wir es am selben Tag wieder draufziehen und dann ist es gut. Also, wisst ihr, was ich meine? Das Prinzip, da brauchen wir nicht irgendwie zwei oder drei oder vier. Das Zeug nimmt mega viel Platz weg auch. Und ich finde es eh total schön. Das ist hart überbelichtet. Ja, ich werde die Kamera gleich nochmal ordentlich hier aufstellen und dann mal das Bett abziehen. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They
wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said.